Ja, Matthias Hofbauer, der hat den Sieg heute mehrmals auf dem Stock gehabt. Es war der erste Sieg gegen Schweden überhaupt in der 60. Direktbegegnung. Dann im Penaltyschießen doch noch verloren. Wie bitter ist die Niederlage jetzt? Ja, schon bitter. Ich meine, wenn man sich die Chance dieser Weg gibt auf einen Sieg, dann ist es immer schade, wenn man es nicht schafft. Jetzt historisch gesehen, ja, man ist ja nicht jedes Mal bei all diesen 60 Partien dabei gewesen. Und es ist immer eine andere Mannschaft, das interessiert sich im Moment weniger. Aber für diese Mannschaft im Moment ist es halt schade, weil wir recht gut haben gespielt haben. Und du hast gesehen, die Chance hatte. Dann wird man natürlich auch gerne gewinnen. Ihr seid extrem viel im Ballbesitz gesehen, habt sehr diszipliniert gespielt, sehr selbstbewusst auch. Was hat gefällt? Ja, ich hatte das Gefühl, dass es so ein bisschen nächsten Gang noch gefällt. Dass wir offensiv noch mal aufschalten können und sie noch mehr unter Druck setzen. Weil, ja, wir hatten gute Chancen gehabt, aber sie hätten vielleicht auch noch einen machen können. Und dann ist halt der 4-3, oder? Und wir müssen einfach an dem arbeiten, dass wir ja, den Gegner noch mehr unter Druck setzen können. Dann wird es für sie auch wieder schwierig, offensiv mehr zu kreieren. Und das haben wir heute verpasst. 1700 Zuschauer waren hier, ein unglaubliches Publikum in dieser ausverkauften Espace Odyssee. Wie hast du die Kulisse erlebt von diesem Spiel? Ja, sehr cool. Sie mussten ja recht Geduld haben vor dem Spiel. Ich bin froh, dass so viele sind geblieben. Aber ja, es ist natürlich ein sehr schöner Saisonabschluss, wenn man hier vor so einer Kulisse auflaufen darf. Hat sich wirklich richtig wie ein Länderspiel in der Schweiz angefühlt. Und ich glaube, man hat auch gesehen, dass es uns so viel gibt und dass wir auch gute Leistung probieren zurückzugeben. Und es ist uns, glaube ich, nicht so schlecht gelungen. Merci vielmals.